Ashwagandha kann sowohl deinen Testosteronspiegel steigern, als auch deine Stresshormonausschüttung reduzieren und sogar deinen Schlaf positiv beeinflussen. Außerdem kann Ashwagandha zu besseren Kraft- und Muskelzuwächsen führen und sogar beispielsweise bei Angstzuständen helfen. Doch was ist Ashwagandha überhaupt? Nun, Ashwagandha, auch indischer Ginseng genannt, ist eine Pflanze, die seit Jahrhunderten in der traditionell indischen Medizin eingesetzt wird. Ihren Namen hat sie übrigens ihrem Geruch zu verdanken, denn ihre Wurzeln riechen doch tatsächlich nach Pferd und dementsprechend heißt Ashwagandha nichts anderes als Geruch des Pferdes. Aber warum sollte man diesen indischen Ginseng überhaupt einnehmen? Nun, Ashwagandha kann dafür sorgen, dass du besser Kraft und Muskeln aufbauen kannst. So konnten in einer Studie die Probanden, die Ashwagandha supplementierten, im Vergleich zur Placebo-Gruppe sich um 70% besser im Bankdrücken und um knapp 50% besser im Beinstrecken steigern. Der genaue Mechanismus, also warum die Probanden sich besser steigern konnten, ist leider noch nicht ganz klar. Eine mögliche Ursache könnte ein verbessertes Hormonprofil sein. So konnte in einer Studie durch eine Ashwagandha-Supplementierung eine Erhöhung des Testosterons bei sonst gesunden jungen Männern um ca. 15% festgestellt werden. Außerdem scheint indischer Ginseng den Cortisolspiegel zwischen 15 bis hin zu sage und schreibe 50% reduzieren zu können. Und auch die Schlafqualität scheint in einigen Studien durchaus positiv beeinflusst werden zu können. Und dazu muss Ashwagandha nicht mal zwangsweise direkt vor dem Zu-Bett-Gehen eingenommen werden, da die Schlafqualität sich auch durch eine Tageszufuhr verbesserte. Ob eine Einnahme direkt vor dem Schlafen, für die Schlafqualität eben, nicht trotzdem besser wäre, weiß man leider noch nicht. Grundsätzlich brauchen wir nämlich mehr Daten zu Ashwa, um hundertprozentige Schlüsse ziehen zu können. Und falls du es primär für deinen Schlaf nutzen möchtest, dann experimentiere doch einfach mit verschiedenen Einnahmezeitpunkten und schau, was für dich eben am besten ist. Deutlich mehr Studien existieren jedoch im Zusammenhang mit möglichen Angstzuständen. Hier kommt es aber auch darauf an, ob diese in einer gewissen Beziehung mit Stress stehen. Die Effektivität scheint nämlich genau davon abzuhängen. Je stärker Stress die mögliche Ursache für Angstzustände ist, desto besser scheint Ashwa wirken zu können. Und ein ähnliches Szenario findet sich auch bei dem Thema der Depressionen. Zwar existieren Daten, die eine Verbesserung von Symptomen einer Depression aufzeigen, jedoch entweder nur in Tieren oder eben in gestressten Personen. Aktuell gibt es leider keine Studie, die depressive, aber nicht gestresste Menschen diesbezüglich untersucht hat. Darüber hinaus existieren einige Hinweise, die eine verbesserte Gehirnleistung, bessere Gesundheitsparameter, wie zum Beispiel weniger LDL-Cholesterin und eine verbesserte Fruchtbarkeit aufzeigen konnten. Es sind zwar nur Hinweise, aber meiner Meinung nach dennoch nennenswert. Wie viel indischen Ginseng sollte man aber überhaupt nehmen? Da die meisten Studien eine Dosierung von ca. 600 mg Wurzelextrakt verwendet haben, würde ich mich persönlich natürlich an diesem Richtwert orientieren. Aber Achtung, Ashwagandha ist nicht gleich Ashwagandha. Man kann nämlich sowohl ein Wurzelextrakt oder eben ein Blattextrakt deutlich günstiger konsumieren. Und eine Kombination von Wurzel- und Blattextrakt wäre natürlich auch möglich, genauso wie der Konsum der gesamten Ashwa-Pflanze. Ich würde dir einen Wurzelextrakt empfehlen, da es einfach am besten erforscht ist. Und übrigens sagt der reine Vitanolidgehalt nichts über die Qualität eines Ashwa-Produktes aus, denn es gibt 300 verschiedene Verbindungen und 100 weitere Wirkstoffe in der Ashwa-Pflanze. Und demnach können zwei verschiedene Produkte mit exakt 5% Vitanolide komplett unterschiedlich wirken. Und genau aus diesem Grund würde ich dir einen Ashwa-Markenrohstoff namens KSM-66 empfehlen, da die Wirkung hier einfach am besten erforscht ist. KSM-66 befindet sich deswegen auch zusammen mit 7 weiteren innovativen Wirkstoffen wie zum Beispiel Panax-Ginseng im Evo No Stress. Wie von Evo gewohnt, made in Germany und extern laborgeprüft und meiner bescheidenen Meinung nach ist durch die Wirkstoffmatrix das Evo No Stress einfach das beste Ashwa-Produkt auf dem Markt. Aber wann sollte man den indischen Ginseng, also Ashwagandha, denn überhaupt einnehmen? Generell eignet sich eine Splittung der Einnahme auf morgens und abends ziemlich gut. Denn genau so wurde es in ganz vielen Studien durchgeführt, aber man kann es auch theoretisch auf einmal nehmen. Ich persönlich nehme das Evo No Stress aber nicht ums Training herum, da akuter Stress, ganz stark zu unterscheiden von einem chronischen Stress, ein möglicher Modulator vom Muskelaufbau sein könnte. Das ist aber mehr oder weniger Bro-Science, weil wir dazu keine Daten haben, aber ich persönlich
nehme es lieber entweder morgens oder eben ein paar Stunden nach dem Training. Kann man es denn theoretisch dauerhaft nehmen? Auch wenn eigentlich aktuell nichts dagegen spricht, fehlen uns einfach so ein bisschen die Daten diesbezüglich. Um auf Nummer sicher zu gehen, könntest du nach 3 bis 6 Monaten eine Pause von 4 bis 6 Wochen einlegen. Ich will aber betonen, dass keine Hinweise diesbezüglich existieren. Es wäre tatsächlich nur eine potenzielle Sicherheitsmaßnahme, die man eben implementieren kann oder eben auch nicht. Können Anfänger denn Ashwagandha nehmen? Yes! Es gibt eigentlich nichts, was dagegen sprechen würde. Viele Studien wurden sogar explizit an Anfängern durchgeführt. Aber wie schaut's aus mit der Diät? Und auch hier existieren keine Hinweise, die davon in irgendeiner Form und Weise abraten würden. Ganz im Gegenteil, denn in Menschen mit einer sogenannten subklinischen Schilddrüsenunterfunktion scheint Ashwagandha die Schilddrüsenhormone T3 und T4 erhöhen zu können. Neben den anderen Faktoren scheint es also durchaus sinnvoll zu sein, Ashwagandha auch in einer Diät zu supplementieren. Wie sieht's aber mit möglichen Nebenwirkungen aus? An sich scheint Ashwagandha sehr safe zu sein. Falls du aber persönlich Verdauungsprobleme bekommst oder sonst irgendwelche Nebenwirkungen verspürst, dann solltest du natürlich die Einnahme stoppen. Denn genauso wie nicht jeder Erdnüsse verträgt, gibt es auch bestimmt den ein oder anderen da draußen, der einfach kein Ashwagandha verträgt. In jedem Fall konnten in zahlreichen Studien keine allgemeingültigen Nebenwirkungen festgestellt werden. Wichtig wäre nur in diesem Zusammenhang, dass du bei ayurvedischen Produkten wie zum Beispiel Ashwagandha auf externe Laboranalysen achtest. Denn in der Vergangenheit waren Schwermetallverunreinigungen, die zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen könnten, leider nicht die Seltenheit. Achte also auf externe Laborberichte, die auf Schwermetalle untersuchen. Und das war's auch schon mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.